Vielleicht kennst du dieses Gefühl, du bist irgendwo unterwegs, hast du eine Konfliktsituation und du hast vor dir jemanden, der viel stärker ist, mindestens optisch so, und du denkst dir, was könnte ich machen, wenn jetzt losgeht? Ich bin Sifu Syagi. Heute in diesem Video zeige ich dir vier Kraftprinzipien, wie du gegen Stärkeren dich verteidigen kannst. Das und viel mehr in diesem Video. Bleib dran. Wing Chun ist alte chinesische Kampfkunst für Selbstverteidigung und es wurde entwickelt schwerpunkttechnisch, um sich gegen Stärkeren zu verteidigen. Von einer Frau-Legende nach für eine Frau. Und in der Selbstverteidigungssituation ist immer der Fall, dass wenn du angegriffen wirst, derjenige, der dich angreift, überzeugt ist, dass er physisch, geistig stärker ist. Und wir brauchen Prinzipien, Techniken, Strategien und Taktiken, damit wir klug und intelligent uns gegen anderen verteidigen und Chance haben, auch die Situation zu bewältigen. In unserem Kampfkunst haben wir vier Kraftprinzipien, die man erstmal verstehen muss in Theorie und später natürlich im Training Schritt für Schritt die Fähigkeiten entwickelt, damit man das umsetzen kann. Die vier Kraftprinzipien lauten: erstens, befreie dich von deiner störenden Kraft. Zweitens, befreie dich vom störenden Kraft des Gegners. Drittens, nutze die Kraft des Gegners. Und viertens, füge deine Kraft hinzu. Im Kampf gegen Stärken ist es wichtig, wie ich schon bereits erklärt habe, dass man sich schnell bewegt, dynamisch und versucht auch präzise die vitale Punkte zu treffen. Da sind, wenn Angriff kommt, ja, zum Beispiel, dass ich schneller die Linie verlasse, direkt arbeite, pum, und gehe zur Nase, zum Kinn, zu Augen. Das ist Kehlkopf und Unterleib. Das sind die Trefferziele, die ich in erster Linie anvisiere. Dann ist es wichtig, dass ich frei bin von meiner störenden Kraft. Wann bin ich nicht frei? Das heißt, wenn Kai mich eingreift und kommt Angriff mit Schlangen seitwärts. Genau, nochmal. Wenn Kai mich eingreift und ich bin nicht frei von meiner störenden Kraft, dann habe ich genau alle Nachteile, die Kai auch hat. Ja? Und damit kann ich ja auch nicht gegen Stärkeren mich verteidigen. Das heißt, ich muss locker bleiben, wenn er kommt, und selber mich sehr schön bewegen und nicht verkrampfen. Zweites Prinzip, ich muss mich befreien von seiner störenden Kraft und nicht Kraft mit Kraft begegnen. Das heißt, er gibt einen Griff, ich gehe nicht in die Linie, sondern ich verlasse die Linie und befreie mich von seiner störenden Kraft, idealerweise. Zweiter Punkt oder dritter Prinzip, er kommt, ich nutze die Kraft so optisch und übertrage hier gegen ihn selbst und füge meine Kraft hinzu. Das sind die Prinzipien, die man optisch umsetzt. Zweite Situation, wenn es ihm gelingt, mich zu greifen, versuche ich immer, mich nicht greifen lassen. Das heißt, ich muss schneller sein und mehr treffen. Das ist das oberste Prinzip. Jetzt hat er mich gegriffen, es ist mir nicht gelungen, wegzukommen. Das heißt, er drückt, ich kann ja nichts dafür. Ich bin frei von seiner störenden Kraft und ich bin locker. Ich kann alles bewegen. Hier, da ist nichts verkrampft. Ja? Wenn ich versteift bin, er drückt, ich falle um. Er zieht, ich falle um. Ja? Das heißt, wenn er drückt, gebe ich nach und dann kommt das nächste Werkzeug, den ich hier frei habe. Der wird sofort eingesetzt, sofort, und dann bam, Stoß, Tritt, sofort zu den Punkten schlagen, die ich angesprochen habe. Das heißt nochmal, Kraft aufnehmen, gegen ihn, zack, verwenden. Baff, 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 nach vorne. Dann hast du super Chance. Ja? Jetzt ist es dritte Situation. Ich kann ja gut schlagen und jetzt vielleicht ist der andere stärker, aber nicht so gefährlich. Und wie kann ich den zu Boden bringen und kontrollieren? Und es ist klar, dass ich es nicht einfach mit Kraft machen kann aus den Armen, weil der andere ist nun mal stärker. Ja? Wenn du gerade einen Eingriff, ja, das heißt, ich muss viel aus den Beinen arbeiten
und hier die Hebelwirkung unterbrechen. Ich laufe einfach weiter und bringe ihn zu Boden. Das geschieht alles unter den Voraussetzungen. Ich bin schnell, dynamisch, nicht verkrampft, kann die Kraft gegen ihn nutzen und entsprechend auch aus den Beinen mehr Kraft aufbauen, mein ganzes Körpergewicht nutzen, um gegen ihn zu verwenden. Im ganz extremen Fall könnte es so aussehen, jetzt brauchst du ganze, ja, mach bitte Schwinge, rausgehen, gegen mitlaufen und aus den Beinen ziehen, ja. In diesem Video hast du ja schon bereits gelernt, wie du mit 4 Schritten dich gegen Stärkeren verteidigen kannst. Um das wirklich jetzt zu lernen, bist du herzlich willkommen zu Infoabenden in unseren Fachschulen für Selbstverteidigung, um das strukturiert Schritt für Schritt zu lernen. Wir freuen uns auf dich. Bis demnächst im Training. Ciao.